willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie eine Folge von Playmobil Soaring Stars entsteht. Mit dem Skript schreiben, dem Filmen, Aufnehmen und Schneiden. Wenn ihr wissen wollt, wie lange ich für das alles brauche, schaut den Video bis zum Ende an. Ich grüße noch zwei Leute. Liebe Grüße Familie Heber Playmobil Kindergeschichten und ich grüße auch die komische Hobbylose. Wenn ihr auch gegrüßt sein möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt starten wir mit dem Video. Viel Spaß! Also, als erstes muss ich natürlich die Kleider machen. Und die habe ich jetzt alle hier gemacht, außer den da hat meine Mutter gemacht. Und so sehen die dann aus, weil ich muss die ja fertig haben, bevor ich anfangen kann zu filmen. Und ja, ich habe die gebastelt und dann kann ich auch schon anfangen, die Fotos und so zu machen. Aber bevor muss ich noch kleine Stoffstücke vorbereiten, damit es dann aussieht, als ob die Playmobil-Figuren die Kleider machen. Ich bin gerade am Drehen und ich schaue oft auf mein Handy, da ich dort den Skript geschrieben habe. Das Schreiben hat mehr als 2 Stunden gedauert, aber dafür weiß ich genau, was für Fotos ich machen muss. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch 2 Lichter, ein Stativ und natürlich eine Kamera. Das Filmen ist immer am längsten. Für die 2 Folgen, die ich schon gedreht habe, habe ich ungefähr 4 Stunden gebraucht, um alle Fotos zu machen. Deshalb kommt auch nur eine Folge alle 2 Wochen, da es einfach zu lange dauert, um jede Woche eins zu machen. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen zu Playmobil Sewing Stars habt. Und ich werde jetzt ein paar beantworten. Die erste Frage ist, warum kannst du so gut nähen? Also erstmal vielen Dank, aber um ehrlich zu sein, nähe ich gar nicht so viel. Das meiste klebe ich, ab und zu muss ich ein bisschen nähen, weil das mit Kleber nicht geht. Aber wie gesagt, am meisten klebe ich und ich kann es halt, weil ich es einfach gelernt habe und am Anfang sahen meine Kleider wirklich nicht sehr schön aus. Also ich habe einfach geübt, geübt, geübt. Und jetzt sehen die alle ganz in Ordnung aus. Nächste Frage ist, kannst du manchmal Tutorials zu deinen Kleidern machen? Die sind so schön. Also, ich danke dir auch. Und das ist ehrlich gesagt eine gute Idee. Aber die Kleider für die nächste Folge habe ich schon fertig gemacht. Also, für die kann ich jetzt kein Tutorial machen. Aber vielleicht für die nächsten Kleider. Ich muss einfach dran denken. Aber ihr müsst wissen, es ist wirklich nicht das gleiche mit Kamera zu basteln und ohne. Und mit Kamera ist es schwieriger, weil man muss halt immer in denselben Ort basteln, damit man das auch sieht. Und ich darf meine Hand auch nicht drüber machen, damit man erkennt, was ich mache. Und ja, deswegen ist es ein bisschen nervig, mit Kamera zu basteln. Deswegen mache ich das ehrlich gesagt auch nicht so oft. Aber fürs nächste Mal werde ich es trotzdem mal versuchen. Also danke für die Idee. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, ich war auf YouTube und habe da die alten Folgen von Playmobil's Next Topmodel von Familie Vogel angeschaut. Und ich fand sie irgendwie richtig cool. Ich habe alle Staffeln angeschaut. Und da habe ich mir gedacht, ich finde das richtig cool, wie die Zuschauer da abstimmen können und so. Und da habe ich mir gedacht, wie könnte ich sowas Ähnliches machen? Aber ich wollte sie auch nicht nachmachen. Deswegen habe ich ein bisschen nachgedacht, was würde denn zu meinem Kanal und zu Katja passen. Und da habe ich gedacht, dass sie einfach Kleider machen können. Und der am besten ist, gewinnt halt. So habe ich mir das vorgestellt. Und ja. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie mein Setup so aussieht. Ich habe hier dann den Tisch. Und auf dem Tisch stelle ich halt drauf, was ich brauche zum Filmen. Hier seht ihr auch schon die Kandidaten. Und hier hinten ist auch übrigens Familie Freunde fürs Haus. Und hier ist dann das Studio. Das Lager ist separat. Und damit ich von allen Seiten filmen kann, habe ich hier auf die Seite Scratch hingemacht. Dann kann ich es aufmachen. Und dann kommen die Wände runter und dann kann ich halt von hier filmen. Und das kann ich mit allen Wänden machen. Also super praktisch, eine super tolle Idee. Und ja, hier seht ihr dann Katja. Und so sieht das Studio aus. Ist jetzt nicht sehr besonders. Das gleiche mit dem Lager. Hier kann man das auch aufmachen. Aber meistens brauche ich es gar nicht aufmachen, weil hier ja schon alles offen ist. Und ja, ich habe ja auch meine 2 Lichter.
Und das war's dann. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt 852 Fotos, aber das sind noch mehr. Ich habe nämlich noch weitere 418 Fotos. Die muss ich jetzt erstmal alle sortieren. Und das kann auch eine Weile dauern. Ihr könnt hier sehen, wie ich die Fotos sortiere. Ein paar bearbeite ich auch. Ich würde sagen, ich habe weniger als eine Stunde dafür gebraucht. Am Ende des Videos sage ich auch, wie viel Zeit ich insgesamt gebraucht habe, um dieses Video zu machen. Als nächstes mache ich die Fotos in mein Schneideprogramm. Der heißt auch übrigens HitFilm Express. Es ist kostenlos und funktioniert sehr gut. Und das dauert auch ungefähr eine Stunde und 30 Minuten. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, um Fragen zu beantworten. Wie kriegst du das hin, so viele Kleider so schön zu machen? Oder so schön zu nähen, tut mir leid. Also, ich danke dir auch, dass du die Kleider schön findest. Die Frage ist ein bisschen ähnlich wie die zuvor, aber ich werde sie ein bisschen anders beantworten. Also, wie ich mache, dass ich so viele Kleider mache, ist, dass halt mit der Zeit weiß ich halt, wie das geht, also geht das ein bisschen schneller. Und ich habe auch Zeit, also versucht nicht sowas zu machen, wenn ihr keine Zeit habt, denn das ist sehr zeitaufwendig. Und ja, das ist das Gute, dass ich halt genug Zeit habe, um das zu machen. Und ja, und dass sie schön sind, ist halt, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe halt geübt und mit der Zeit werde ich halt besser. Wie lange dauert es, bis du eine Folge fertig hast? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich werde sie erst am Ende des Videos beantworten. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Welcher ist dein Lieblingscharakter? Also das ist eine schwierige Frage. Ehrlich gesagt habe ich insgesamt keinen Lieblingscharakter, aber halt nur in den einzelnen Folgen finde ich halt, dass eine Person es besonders gut gemacht hat. Aber ich werde euch trotzdem nicht sagen, wer. Ich möchte ja, dass ihr halt freie Wahl habt und dass ihr wegen mich jetzt nicht für eine Person abstimmt. Wenn ich dann mit dem Fotoschneiden fertig bin, muss ich die Stimmen aufnehmen. Ich spreche die meisten Figuren, aber auch meine Schwester und meine Mutter sprechen ab und zu. Ich habe wieder mal mein Handy dabei, um den Skript anzuschauen. Ich musste da nicht lange überlegen, da ich finde, dass dieses Kleid einfach nur wunderschön in Schwarz aussehen würde. Wie eigentlich alle Kleider. Na toll, in der Aufregung habe ich langweiligen weißen Stoff mitgenommen. Ich habe aber keine Zeit, neuen Stoff zu holen. Hoffentlich kann ich später trotzdem Glitzer auf mein Kleid machen. Es hört sich immer so witzig an, wenn meine Stimme sich plötzlich ändert. Wisst ihr denn schon, welche Figuren ich spreche? Und welche Figuren vielleicht meine Schwester und Mutter sprechen? Schreibt es in die Kommentare. Und auch du hast mein Kleid nicht so gut nachmachen können. Aber insgesamt ist das ein richtig schönes Kleid geworden. Letztes Mal mochte ich ja deine pinke Jacke. Aber ein Abendkleid in grün? Nee, das ist nichts für mich. Schade, dass diese schreckliche Farbe dein Kleid zerstört. Die Aufnahmen dauern meistens nicht so lang. Ich brauche dafür ungefähr 30 Minuten. Aber die Aufnahmen von den anderen Leuten kann schon etwas länger dauern. Nach dem Aufnehmen muss ich dann die Aufnahmen zu den Fotos im Programm machen. Das dauert auch seine Zeit und ich brauche dafür 2 bis 3 Stunden. Aber in dieser Zeit zähle ich auch, wie ich die Musik und Soundeffekte anbringe und das ganze Video halt fertig mache. Die Soundeffekte spielen eine große Rolle im Video. Das Video klingt dann viel echter und es ist unterhaltsamer anzuschauen. Dabei ich das Video fertig schneide, beantworte ich jetzt noch die letzten Fragen. Wie lange bastelst du an so einem aufwendigen Kleid? Also, es kommt natürlich drauf an. Also, ich würde sagen, mindestens 30 Minuten per Kleid. Also, für jedes Kleid mindestens 30 Minuten. Aber es kommt natürlich immer drauf an, ob das schwer ist, ob ich warten muss, dass irgendwas trocknet, dann dauert es halt länger. Aber in der Frage ist es ja so ein aufwendiges Kleid und das kann schon ein paar Stunden dauern, wenn es ein wirklich aufwendiges Kleid ist. Was gibt es zu gewinnen und kannst du uns bitte grüßen?
Also, liebe Grüße, Playmobil-Familie-Freundlich. Freundlich, tut mir leid. Sie ist auch übrigens von Instagram. Und was gibt es zu gewinnen? Gute Frage. Gibt es denn irgendwas zu gewinnen? Also ja, natürlich gibt es irgendwas zu gewinnen, aber um ehrlich zu sein, habe ich im Moment überhaupt keine Ahnung. Aber ich werde wahrscheinlich irgendwie so einen schönen Pokal basteln, also versuchen, einen Pokal zu basteln. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Und ja, vielleicht kann die Gewinnerin oder der Gewinner halt eine Modenschau mit Katja machen oder irgendwie sowas. Also ich habe schon ein paar Ideen, aber ich bin noch nicht sicher, was. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Woher hast du all diesen Stoff? Also, ich habe ehrlich gesagt sehr viel Glück. Also, ich muss keins von den Stoff kaufen, den ich benutze. Also, die meisten jedenfalls nicht. Weil meine Mutter näht und hat Schubladen voller Stoff und auch ganz, ganz viele Stoffreste. Die Reste kann ich ja sehr gut verwenden. Ich brauche ja für meine Playmobil-Kleider nicht sehr viel. Und ja, deswegen ist es sehr praktisch für mich. Und ja, hast du die ganzen coolen Kleider selber gemacht? Kannst du mich grüßen? Also als erstes liebe Grüße Playmobil Familie Blümchen, die ist auch von Instagram. Und ja, ich habe alle diese Kleider selber gemacht, aber ein paar wurden von meiner Mutter gemacht. In der ersten Folge wurden 3 Outfits von meiner Mutter gemacht, in der zweiten Folge 1 und in der dritten Folge, das sage ich euch noch nicht, die ist ja noch nicht online. Und jetzt werde ich euch endlich sagen, wie viel Zeit ich insgesamt brauche, um eine Folge von Playmobil Sewing Stars herzustellen. Und zwar dauert es ungefähr 13 Stunden. Also, wenn ihr euch es noch nicht angeschaut habt, schaut euch die Folge unbedingt an. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich versuche gerade die 1000 Abonnenten zu knacken und es würde mich riesig freuen, wenn ihr euch abonniert. Schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Ich heiße dort Familie-Freundorfer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.